Wenn wir das spielerische Element beim Forschen wieder zurückgewinnen, werden wir wie Kinder. Ein Kind stellt Thesen auf, um seine Erfahrungen damit zu machen und dann zu neuen Überzeugungen zu gelangen. Auf diese Weise habe ich mich den Kompetenzen der Hunde genähert und gebe ihnen Namen wie Leithund, Wächter, Zentralhund und Kundschafter, einfach um kommunizieren zu können und mitzuteilen, was ich über Hunde erfahre und studiere. Es geht mir dabei nicht um die Illusion, eine Ordnung in der Welt gefunden zu haben. Es geht immer darum, Erfahrungen zu machen, die wir dann auch wieder verlassen können, um neue Erfahrungen zu machen. Das ist mein Hintergrund und Anliegen. Die Begriffe Leithund, Wächter, Kundschafter und Zentralhund sollen also keine neuen Etiketten auf Schubladen sein, sondern einfach Inspiration, um die Welt der Hunde erfahrbar zu machen und um von ihnen zu lernen. Der Hundetyp, den ich Zentralhund nenne, ist ein weiterer Entscheidungsträger neben dem Leithund. In einer Hundegruppe oder auch in Einzelhaltung, es bezieht sich ja auf die Ressource des Hundes selbst. Ein Zentralhund geht meistens mit völliger Hingabe in die Begegnung mit einem anderen Hund. Und man kann das auch verwechseln, wenn man jetzt nur diesen Aspekt betrachtet, mit einem extrovertierten Kundschafter, der ja auch häufig zu anderen Hunden hinläuft, allerdings um sie zu zünden, um sie zu aktivieren, um Spaß mit ihnen zu haben, um seine Extrovertiertheit zu leben. Diese Hündin hier macht genau das Gegenteil. Sie versucht, meinen Hund Mietje als Mitarbeiter zu akquirieren und zum Anhalten zu bewegen, zum Nachgeben. Dazu gehört, dass der Mieter sich einverstanden erklärt und sich anvertraut. Das heißt, sich hinlegt und dann auch irgendwann liegen bleibt. Solche Beziehungsverhandlungen können über Monate dauern und gehen nicht so schnell wie in unseren Hundeschulen, wo man dem Hund das befiehlt oder ihn einfach mit Gewalt unterwirft. Wie auch bereits die Malinor-Hündin legt sich auch gleich diese Zentralhündin hin, um dem Mieter zu zeigen, ich möchte, dass du dich hinlegst. Und wir würden es halt nach unseren üblichen Vorstellungen deuten als Unterwürfigkeit, weil sie sich hinlegt. Nachdem sich die blonde Hündin hier sicher eine halbe Stunde bemüht hat, kann sich Mieter anvertrauen und hinlegen und er tut es halt von allein, ohne so eine intensive Maßnahme von außen. Zentralhunde sind immer sehr präzise in ihren Aussagen und hier sieht man zum Beispiel, wie die Zentralhündin zu ihrem Frauchen geht und ihr mitteilt, schau, dort, das habe ich ganz toll beendet. Während so ein Zentralhund auf diese umfangreiche Kommunikation wirklich angewiesen ist, ist der Leithund eher ein Wesen, der sich auch alleine genügen kann. Das heißt nicht, dass er nicht im sozialen Kontakt gern ist, aber er genügt sich
oft auch allein und ist darauf gar nicht so angewiesen, alles und jedes zurückzumelden. Viele Leithunde strahlen so eine große Unabhängigkeit und Ruhe aus, wie zum Beispiel hier dieser vor sich hin trottende, coole Straßenhund. Und das verunsichert auch die Halter sehr oft, weil sie diese starke Autonomie an diesem Hund spüren. Wir Menschen fühlen uns oft schnell ohnmächtig und verunsichert, wenn Dressur nicht mehr funktioniert, weil wir halt selber so erzogen worden und nur Dressur erlernt haben. Wenn Dressur nicht funktioniert, neigen wir dazu, mit Gewalt etwas erzwingen zu wollen oder mit Maßnahmen, wie hier bei diesem Schäferhund mit dem Maulkorb, der in keiner Weise aggressiv ist, sondern einfach nur sehr selbstbewusst sich als Zentralhund vorstellt und versucht, im Alltag auch diese Position und diese Ressource anzuzeigen und durchzusetzen und nicht einer normalen Dressur sich aufgeschlossen hat, weil Dressur wie ein leeres Gefäß ist, das nicht mit einer Persönlichkeit gefüllt ist, nur mit Techniken. Und ein Zentralhund braucht halt ein Gegenüber, das vorhanden ist. Wenn er das nicht hat, kann er auch frustriert reagieren und das kann dann zu solchen Missverständnissen führen, wenn er etwas strenger ist, auch vielleicht aufgrund seiner Rasse und dann der Mensch Angst bekommt, wie vielleicht bei diesem Hund hier und denkt, er ist aggressiv. Auch macht ein Zentralhund sehr viele Sozialgesten mit dem Maul, wie man gleich im folgenden Film sieht, was diesem hier mit dem Maulkorb verwehrt ist. Da wir die natürlichen Strukturen unter Hunden nicht kennen oder nur sehr wenig kennen, passieren halt oft Missverständnisse, wie hier bei dieser Begegnung, wo es alle gut meinen. Der Mann wirft seinem Hund einen Stock und der Zentralhund rechts im Bild hat noch überhaupt keinen Überblick, mit wem er es zu tun hat. Die Begrüßungen wurden noch nicht abgeschlossen und der Hund, der den Stock holt, ist halt quasi überhaupt nicht erfasst. So, jetzt hat der Zentralhund den blonden Hund dort hingestellt und sucht auch bei den Menschen Hilfe und versucht, diesen Mann hier zu bewegen, nicht zu werfen. Er hat ihn angefunkt, das kommt nicht an. Und jetzt versucht er es halt auf dem direkten Weg, in Kontakt mit dem dunklen Hund zu gehen, der natürlich nur mit dem Stock beschäftigt ist. Es geht jetzt auch gar nicht darum, ob das richtig oder falsch ist, einen Stock zu werfen, sondern nur um das Anliegen des Zentralhundes, der jetzt meldet, seinem Frauchen, die Kamera führt. Das ist eine schwierige Situation. So, Blondie, bleib du mal jetzt bitte hier wenigstens stehen, damit ich mich auf einen verlassen kann. Und jetzt rufen in dem Moment die Menschen den blonden Hund und jetzt ist er auch wieder weggegangen. So wird der Zentralhund halt nie fertig und er möchte einfach diese Gruppe zusammenbekommen. Denn nur wenn er das Gefühl hat, er kann alle zusammenhalten, kann er überhaupt auch wieder Hunde freigeben, weil er dann in Situationen ja Entscheidungskraft hat. Aber dazu müssen alle Hunde ansprechbar sein. Und da würde ein Zentralhund immer seine Kraft reingeben, auch wenn diese Hunde fremd sind. Hier noch einmal in Zeitlupe. Er versucht, den Hund da unten mitzuziehen. Eine Sozialgeste, das ist ein Dankeschön, dass der blonde Hund stehen geblieben ist. Eine Bitte an den Mann, nicht zu werfen. Hier diese Hand bitte nicht und die auch nicht. Stress abschütteln, der Mann wirft nicht. An den Mann auch ein Dankeschön. Danke, danke an dich. Danke an dich und danke an dich. Ihr alle werft nicht. Hier zum Beispiel sieht man den verzweifelten Versuch einer Zentralhündin, ihren Menschen zum Fenster zu bewegen, weil sie dort etwas wahrgenommen hat und eine Bewertung dieser Situation möchte. Also was ist dort passiert? Und immer wieder schaut sie zum Fenster und versucht auch mit ihrem Körper zu zeigen, indem sie genau in diese Richtung springt, komm mit, erklär bitte, was dort so beunruhigend scheint.
Die Zentralhunde besitzen eine unglaubliche Vielfalt, sich auszudrücken und mitzuteilen. Sie sind dann auch, wenn sie den Kontakt brauchen und die Zusammenarbeit mit einem anderen, nicht zu beruhigen durch lass es oder ist doch alles in Ordnung, sondern sie bestehen darauf, und das ist für den Menschen oft schwierig, wenn er nicht entschlüsseln kann, was der Hund möchte. Hier zum Beispiel hat sich die Zentralhündin jetzt noch darauf verstiegen, sogar auf die Beine zu weisen, die sich bewegen sollen. Stupsen, Beine weisen, mitziehen wollen, zum Fenster schauen. So, in die Richtung des Fensters springen. Das sind alles so Hinweise, die diese Hündin gibt. Solange wir uns der Dimension nicht bewusst sind, was Hunde über uns wissen und was sie mitteilen können, welche Fähigkeiten sie haben, und uns dem auch nicht aufschließen, werden immer weiter Missverständnisse passieren, die auch unser Leben nicht bereichern. Wenn wir uns da eine Brille aufsetzen, eine neue, dann kann man wirklich Krimis beobachten, wie hier, als die Zentralhündin zum Tor läuft, weil sie in der Ferne hinter dem Häuschen ein Geräusch gehört hat. Das kann sie nicht identifizieren. Und sie stellt jetzt erstmal den Mieter dort ab, dass er notfalls laut geben kann, wenn sich die Bedrohung nähert. Jetzt geht sie zum Raida, der einfach bessere Sinne hat als sie und eine sehr gute Ortung besitzt, wie man an vielen Alltagsgeschehnissen erleben kann. So, jetzt sagt sie zu ihm, hallo, du nimmst das zwar toll wahr, aber du sagst mir nicht Bescheid, um was es sich handelt. Geh dich mal bitte kümmern, ich möchte das wissen. Raida entschuldigt sich verlegen, weil er als Leithund halt natürlich alles wahrnimmt, aber nicht immer unbedingt weiß, dass man das einem anderen auch mitteilen sollte und könnte. Und in dem Moment, wo er jetzt die Ortung aufnimmt, kann der Mieter dort auch seinen Posten verlassen, weil er sich auf den Raida verlässt. Wenn was gefährlich wird, wird der das schon mitteilen. Aus all diesen genannten Aspekten bestand am Anfang die Annahme, dass ein Zentralhund sich nur im Verbund, im Zusammenleben mit anderen Hunden wohlfühlt. In der Arbeit mit sehr vielen dieser Hunde und auch ihre Menschen habe ich jedoch erlebt, dass sie sehr wohl im Verbund als Einzelhund mit Menschen sich wohlfühlen können, wenn diese ihre Sprache verstehen. Hier läuft der Junge zum Beispiel von der Gruppe weg auf meine Aufforderung und der Zentralhund im Rassemantel eines Mopses zieht ihn zurück zur Gruppe. Der Junge versteht das und folgt ihm sofort. Und der Mops mit dem wunderbaren Namen Angelika hat dieses Gefühl, dass seine Intentionen, die er sinnhaft für die Gruppe einsetzt, beachtet werden und deshalb auch ein Gefühl der inneren Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Diese blonde Zentralhündin hier hat den Tick entwickelt, immer zu Gras zu fressen bei jedem Spaziergang und auf nichts mehr zu achten. Und jetzt versucht sie sich zu beruhigen durch Wälzen und wird sofort kritisiert von dieser extrovertierten Kundschafterin hier, die sagt, hallo, kümmere dich mal bitte um mich. Die Zentralhündin verfällt sofort wieder in das Grasfressen. Aber weil die Kundschafterin dran geblieben ist, lässt sie sich dann doch plötzlich ein und fängt an, eine Ressource interessant zu machen, einen Stock. Hier, ich habe einen tollen Stock, den sollst du haben wollen, und dann sage ich dir, dass du ihn nicht kriegst. Das ist etwas ganz Typisches bei den Entscheidungsträgern, dass sie so Beziehungsverhandlungen eröffnen mit einem anderen Hund über Ressourcen. Dieses viele Kauen von ihr entspannt sie ganz offenbar und jeder Mensch, der aus emotionalen Gründen isst, weiß, wie entspannend Kauen sein kann. Jetzt verfällt sie wieder in ihren Tick, um Druck abzubauen. Ohne so einem Pendeln zwischen dieser Zwangshandlung und einem neuen, wieder natürlichen Verhalten
schafft man es einfach nicht, auch nicht als Mensch, wenn man da versucht herauszukommen, denn es handelt sich ja um ein zeitweiliges Überlebensprogramm. Kurze Zeit später kommt schon viel mehr an Kontaktfreude aus der Zentralhündin und auch man sieht, dass sie jetzt tatsächlich schon versucht, etwas zu erreichen. Hier versucht sie, die Kundschafterin mitzuziehen. Also sie handelt jetzt im Kontext zu ihrem Gegenüber und will wirklich etwas Sinnvolles für sich erreichen, auch wenn sie jetzt wieder zurückgefallen ist in ihr Kauen. Das ist halt das Pendeln. Diese Schäferhündin hier ist auch eine Zentralhündin und ist ganz gegenteilig in der Form wie die Zentralhündin vorher und auch nicht in ihrer Mitte. Sie macht so eine Daueraufsicht, wo jeder Hund und natürlich auch jeder Mensch wahnsinnig werden kann und auch so ganz sinnentleerte Handlung. Sie springt jetzt hier gleich so in die Wiese und dann kehrt sie gleich wieder um. Man sieht, sie hat einfach keinen wirklichen Plan, keine innere Landkarte, die sie einfach irgendwo hinführt, sondern ihr dämmert noch, ich muss hier irgendwie jemand einbinden, nur dieser Hund läuft ja nun schon die ganze Zeit bei ihr, jetzt soll er noch mehr bei ihr laufen, noch, und die Hündin weiß nicht, was sie eigentlich möchte. Der andere Hund fühlt sich unglaublich genervt und versteht überhaupt nicht, was die Hündin eigentlich von ihm möchte. Und man sieht das auch, diese Hilflosigkeit an der Zentralhündin. Sie möchte irgendetwas tun, das fühlt sie noch in sich, aber sie weiß einfach nicht, was. Und jetzt verwehrt sich der andere Hund auch dagegen und sagt, Mensch, lass mich jetzt in Ruhe, ich sag mir, was du möchtest, oder lass mich bitte in Ruhe und bedräng mich nicht so. Es ist ganz verblüffend, wie oft der Hund eine Eigenschaft seines Menschen ausdrückt, die dieser unbewusst lebt. Eine Eigenschaft, die ihm im Weg steht, wie zum Beispiel eingesperrt sein, Isoliertheit oder Perfektion. Sobald Menschen das als Chance begreifen, diese Wegweiser des Hundes, und sich auf den Weg machen zu ihrem eigenen Inneren, ist jedes Mal passiert, dass der Hund sein Verhalten zurücknehmen konnte. Wenn ein Zentralhund sich so ein Stück weit verloren hat und keinen Kontakt mehr zu seinen Fähigkeiten hat, wie hier diese sehr unsichere Hündin, dann wäre es vollkommen kontraproduktiv, wenn man ihn mit Dressur versucht, zu Dingen zu bringen, die er im Alltag leisten soll. Denn er drückt ja etwas aus und das, was sich da ausdrückt, will erstmal verstanden werden. Wenn man ihn unterstützen möchte, dass er wieder in seine Mitte kommt, dann findet man entweder heraus, was er von seinem Menschen auszudrücken versucht, und man kann ihm wieder selber ein Selbstwertgefühl geben, wenn er zu lange ohne Kontakt war zum Beispiel, indem man einfach einmal seine Intentionen anfühlt und tut, was er vorgibt. So wie hier diese Menschengruppe, die nach einem vollkommenen Durcheinander sich jetzt zu einer Reihe formieren, was Zentralhunde ungemein lieben, wenn sie einfach einen viel besseren Überblick so haben, als dieses Durcheinander registrieren zu müssen. Jetzt hat diese Zentralhündin ihren Menschen in der Mitte angehalten und damit die ganze Gruppe und schaut nach links, wo etwas ist, was sie nicht einschätzen kann. Und ich bitte die erste Frau, einfach mal einen Kundschafter zu spielen und nach vorn zu gehen und quasi die Sicherung zu übernehmen für die Gruppe und die Zentralhündin damit zu entlasten. Jetzt bedankt sich diese Hündin bei Christine und gleich auch noch bei all den anderen. Die Idee dahinter ist, dem Hund ein Gefühl zu geben, dass man ihn versteht, dass man seine Art der sozialen Gemeinschaft mitleben kann
und so einen Kontakt herstellt, der den Hund wieder in ein inneres Zuhause bringt. Zum Schluss des Porträts ein komplexes Zusammenspiel in einer Gruppe. Hier ist der schwarz-weiße Wächter von der Zentralenden beauftragt worden, diesen blonden Hund, den Leithund, anzumahnen, weil er sich immer wieder zurückzieht und rausnimmt. Und er versucht sich jetzt wieder zu entziehen durch Weglaufen. Und alle Hunde begleiten das, bauen dadurch auch ein bisschen Druck ab. Und der Wächter versucht ihn von vorn einzugrenzen. Die Zentralhündin beruhigt und sagt so, und jetzt kommen alle mal bitte hier runter. Versucht sie mitzuziehen, hat alles, man sieht genau im Blick, der Miet hier vorne wird jetzt abgelenkt, weil etwas am Tor ist. Die Zentralhündin kriegt es nicht mit, zieht ihn ran. Zieht ihn nochmal ran. Jetzt ein Zeichen zwischen dem Leithund und dem extrovertierten Kundschafter, die auch beide mitbekommen haben, da ist irgendetwas am Tor. Jetzt bekommt die Zentralhündin auch mit und jetzt gibt sie den Auftrag, oh, bitte kümmert ihr euch mal, was da doch los ist. Jetzt arbeiten also alle zusammen und dafür muss eine Gruppe halt ansprechbar sein. Wenn irgendetwas ist und einer zieht sich raus, dann steht er für die Gruppe und für das Überleben dieser Gemeinschaft nicht zur Verfügung. Und der Zentralhund ist der Hund, der dafür sorgt, dass genau das stattfindet. Zusammenhalt und Kontakt. Also so ein Zentralhund, da muss man eigentlich nur das denken, was man jetzt will und an den kommt. Die sind so. Hat jemand so einen Hund? Könnt ihr das bestätigen? Ja. Ne? Muss man es nur denken und klar angekommen. Also die Zentralhunde, die haben auch ein großes Problem im Buch und da gebe ich ganz wenig Tipps, einfach aus einem Grund. Weil diese Hunde sowieso alles für einen machen, wenn man mit denen würdevoll und respektvoll umgeht.